Das Thema Google-Bewertungen. Warum ist es so wichtig? Warum solltest du dich damit auseinandersetzen? Das werden wir heute klären. Vergiss auf jeden Fall nicht, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Ansonsten viel Spaß beim Video und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker. Neben mir sitzt Sahar Chamo. Und wir werden heute über das Thema Google-Bewertung sprechen. Ganz explizit Google-Bewertung, weil es ist so die wichtigste Plattform, auf der man halt bewertet werden kann. Und wir wollen dem Ganzen auch ein extra Video schenken, damit du verstehst, wie wichtig dieses Thema ist, weil es kann wirklich über viel Umsatz entscheiden, es kann auch über Mitarbeiter entscheiden, die bei dir anfangen. Und deswegen wollen wir da heute mal drüber sprechen. Also Google-Bewertung. Ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Wenn du jetzt ein Unternehmen bei Google suchst, dann gibt es halt diverse Leute, die das Unternehmen bewertet haben mit 4 Sternen, 4,5 Sternen, 5 Sternen, wie auch immer. So, und warum ist das jetzt so wichtig? Wir müssen uns halt die Frage stellen, was haben Menschen gemacht vor 200, 300 Jahren, um herauszufinden, ob eine Sache gut ist. Sie haben Befreundete gefragt, ob sie das schon mal gemacht haben. Ja, oder sie haben vielleicht mit anderen Leuten gesprochen, die Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht haben oder mit irgendwas anderem und haben einfach gefragt, wie ist das? Also am Ende des Tages, ist es eine gute Marketingstrategie für dich, wenn du für dein Produkt oder für deine Stelle, die du anbietest, Zeugen hast, die bezeugen, dass das, was du sagst, richtig ist. So, das ist letzten Endes die Logik dahinter und das sind letzten Endes Google-Bewertungen. Google-Bewertungen sind Zeugen von im besten Falle Kunden oder Interessenten, die das, was du sagen, unterstreichen. So. Das heißt, es ist extrem mächtig, dieses Instrument. Gerade heute, 2023, musst du dir vorstellen, wenn ich mich für einen Terrassendach interessiere und ich reagiere auf eine Facebook-Werbung, dann wird Facebook mir auch Werbung von 2, 3, 4 anderen Anbietern ausspielen. Und am nächsten Tag ist mein ganzer Screen vielleicht voller Werbeanzeigen für das Thema Terrassendächer. So, was mache ich jetzt, wenn ich keine persönliche Präferenz oder so habe? Ich gucke mir an, was sind das jetzt für Unternehmen? Bei Amazon mache ich es ganz genauso. Ja. Ich suche viermal das gleiche Produkt, ich gucke mir an, was ist am besten bewertet. Und das ist ja auch logisch nachvollziehbar. Natürlich sollte man sich, wenn man jetzt eine größere Kaufentscheidung trifft, sich auch genau damit auseinandersetzen, okay, was steckt da wirklich hinter, mit dem Unternehmen sprechen. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, wenn du zwei Unternehmen vor dir hast, eins hat 5 Bewertungen, hat vielleicht 3,5 Sterne, das andere hat meinetwegen 80 Bewertungen und hat 4,9 Sterne oder sowas, du wirst dich automatisch zu diesem Unternehmen hingezogen fühlen. Es geht gar nicht anders. Oder du musst halt für dich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit das andere Unternehmen für dich doch in Frage kommt. Und wie gesagt, die Kunden sind meistens neutral, wenn es um diese Entscheidung geht und werden diese Überzeugungsarbeit nicht machen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum das Thema wichtig ist. Natürlich soll das nicht alles sein, sondern du sollst von uns jetzt auch erfahren, wie schaffe ich es überhaupt, Google-Bewertungen zu bekommen oder was mache ich, was sollte ich tun, um dieses ganze Gesamtbild ein bisschen zu verbessern. Das Erste, was schon mal wichtig ist, ist dem Thema überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken. So, wir haben leider Gottes viele Partner, die sagen, es reicht, ich packe das jetzt unten auf die Rechnung, dass man eine Google-Bewertung geben kann, schicken vielleicht mal Mails raus einmal im Monat, da kommt natürlich nicht wirklich viel zurück, beziehungsweise man verschenkt einfach Potenzial. Wenn du jetzt nur Bewertungen von deinen Kunden kriegst, dann kannst du oder hast du natürlich irgendwie ein Limit von vielleicht 20 Bewertungen im Monat, je nachdem, wie viele Kunden du eben gewinnst. So, und deswegen macht es Sinn, diese Kunden bestmöglich zu nutzen. Unsere Empfehlung, das hat sich einfach bewährt, ist, den Hörer in die Hand zu nehmen, Kunden anzurufen. Man kann das Ganze im Rahmen der Qualitätskontrolle machen, dass man sagt, gut, keine Ahnung, 2 Wochen nach dem Aufbau des Produktes, nach einer erfolgreichen Abnahme, gibt es den Anruf, da gibt es ein Skript, was man durchgeht, und man fragt nach so einer Google-Bewertung. Klappt natürlich nicht immer, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, okay, was macht man, ist man jetzt im Privatbereich unterwegs, das ist ein bisschen leichter als im Unternehmensbereich oder in der öffentlichen Hand, aber es funktioniert letzten Endes in jedem Bereich, das heißt, kümmere dich erstmal um neue Google-Bewertungen, regelmäßig das Ganze natürlich, also es darf nicht abreißen. Und wenn es darum geht, negative Bewertungen letztendlich anzugehen, hat mein Kollege noch was zu tun. Ja, und einen Punkt muss ich noch ergänzen, und zwar nicht nur im Neukundenbereich ist das relevant, eine Google-Bewertung, sondern auch, wenn du Mitarbeiter suchst. Denn genau dasselbe Prinzip ist eigentlich, wenn du eine Stellenausschreibung hast oder jemand sich bei deinem Unternehmen bewerben will, ist es auch eigentlich der normale Verlauf, dass man dieses Unternehmen googelt. Und klar ist vielleicht die Bewertung der Google-Bewertung ist vielleicht auf die Dienstleistung bezogen. Heißt aber nicht, dass das keine Aussagekraft gegenüber deinem Unternehmen für deine Mitarbeiter hat. Ja? Wenn ich mich jetzt bewerbe und ich sehe, da haben jetzt schon, keine Ahnung, 10 Leute negativ das Unternehmen bewertet und ich als suchender Mitarbeiter möchte, lese mir das durch und denke mir so, oh, was ist denn hier los? Die bieten ja nur schlechte Arbeit an, da bewerbe ich mich nicht. Ja? Auch wenn es jetzt zu anderen Bewertungsportalen kommt, wie zum Beispiel Kununu, wirst du früher oder später auch über Google dahin landen. Deswegen versuch auch immer ein positives Bild zu haben, weil auch Mitarbeiter werden dich googeln. Und wenn du
der Meinung bist, da gibt es auch negative Bewertungen, die vielleicht auch ihre Berechtigung haben, okay. Aber es gibt ja auch immer mal wieder Google-Bewertungen, die haben einfach kein Recht. Das heißt, vielleicht es sind einfach welche Fake-Eintragungen oder einfach Leute, die das Ganze nicht fair bewertet haben. Wie du dagegen vorgehen kannst, da haben wir auch vielleicht einen kleinen Tipp für dich. Das würden wir dir aber gerne in einem persönlichen Gespräch erzählen. Buch dir gerne mal einen Termin und dann können wir dir auch ein, zwei Tipps geben, wie du negative Kommentare vielleicht entfernen kannst. Wunderbar, dann hoffen wir, du hattest viel Spaß bei diesem Video, konntest ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, wenn es um Negativeinträge geht, komm gerne auf uns zu. Dann helfen wir dir dabei und dann würde ich sagen, viel Spaß bei den nächsten Videos und bis dann. Ciao.